Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Schlaganfall und Demenz. Zwei große Themen, die Tausende betreffen, und wir bringen sie heute zusammen, beziehungsweise Dr. Detmar Kücken tut das für uns. Er ist seit 2017 leitender Oberarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich stelle die Fragen unter anderem, wie hängen Schlaganfallrisiko und Demenzrisiko zusammen? Denn darüber wollen wir auch sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Schön, dass Sie zuhören. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Kücken. Ja, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Es heißt ja immer so schön, die beste Krankheit taugt nichts. Also am besten bleibt man gesund. Das wollen wir alle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich einen Schlaganfall verhindern oder auch Demenz? Und ich glaube, amerikanische Kollegen von Ihnen, Neurologen, haben dazu geforscht und haben herausgefunden, dass Demenz zu 60% und Schlaganfälle immerhin zu 40% von Faktoren abhängen, die wir beeinflussen können. Ist das korrekt? Ja, das ist vollkommen korrekt. Und das Erstaunliche ist vor allem auch, dass man mit relativ einfachen Mitteln sowohl das eine als auch das andere auch beeinflussen kann in seinem Leben, indem man auf bestimmte Dinge achtet. Es ist ja vielen Menschen gar nicht so unbedingt klar, dass Schlaganfall und Demenz zusammenhängen. Ja, man denkt mal, im Schlaganfall, okay, es tritt eine Halbseitenlähmung auf oder die Sprache ist gestört oder das Sehen ist nicht in Ordnung. Aber dass möglicherweise auch eine Demenz auftreten kann, ist vielen nicht bewusst. Als Folge des Schlaganfalls. Als Folge des Schlaganfalls, aber auch vor allem als Folge von vielen kleinen Schlaganfällen, die irgendwann mal stattgefunden haben oder von denen der Betroffene vielleicht auch gar nichts gemerkt hat. Ja. Aber die Risikofaktoren, und das ist eigentlich das Erstaunliche, sowohl für die Demenz als auch für den Schlaganfall, sind eigentlich in weiten Teilen tatsächlich identisch, zumindest für eine bestimmte Form der Demenz, nämlich der sogenannten, wir nennen das eine vaskuläre Demenz, also eine Demenz, also eine Gedächtnisstörung, die die Ursache in den Hirngefäßen selbst hat. Das ist etwas anderes als die Alzheimer-Demenz. Mhm. Ja, das ist etwas, da muss man differenzieren. Muss man differenzieren, genau, das ist die vaskuläre Demenz, also die Gefäßdemenz, ist die zweithäufigste Erkrankung. Die häufigste ist die Alzheimer-Demenz. Die kann man leider nicht verhindern, aber die vaskuläre Demenz kann man sehr wirksam verhindern, indem man eben darauf achtet, möglichst keinen Schlaganfall zu bekommen. Ja, und das kann man sehr effektiv beeinflussen tatsächlich. Die Kernfrage ist natürlich, was sind denn diese Faktoren? Wenn Sie sagen, es sind ja identische Faktoren in weiten Teilen, also die Schnittmenge ist sehr groß. Die Schnittmenge ist sehr groß, genau. Was sind die Faktoren? Also der allerwichtigste Risikofaktor ist und bleibt der erhöhte Blutdruck. Mhm. Ja, der erhöhte Blutdruck ist ein Risikofaktor sowohl für den Schlaganfall, der wichtigste Risikofaktor, aber eben auch für die Demenz. Denn der hohe Blutdruck ist, wenn er akut auftritt, gar nicht so sehr das Problem, aber wenn er über Jahre oder sogar Jahrzehnte erhöht ist, führt das eben zu Veränderungen der Hirngefäße, zu vielen, vielen kleinen Schlaganfällen, wie gesagt, von denen der Betroffene häufig gar nichts merkt. Erst dann irgendwann, wenn einmal Beschwerden auftreten. Oder ein schwererer Schlaganfall. Oder ein schwerer Schlaganfall auftritt. Dann kommt jemand ins Krankenhaus, dann werden die entsprechenden Untersuchungen gemacht und dann sieht man, oh, da haben aber schon in den letzten Jahren oder eben auch in den letzten Jahrzehnten viele kleine Schlaganfälle stattgefunden. Und das ist das, was wir dann eben auch sehen und was auch die Angehörigen berichten, dass so ein Gedächtnisabbau doch offensichtlich schon stattgefunden hat. Und das ist dann diese sogenannte vaskuläre Demenz, die genau auf den hohen Blutdruck, einen Diabetes zum Beispiel, Bewegungsmangel, Ernährungsfaktoren zurückzuführen ist. Also es sind im Grunde wieder die Klassiker, dass man sagt, Bewegung, Sport, gesunde Ernährung, mediterrane Kost, nicht rauchen, in Maßen trinken, es sind die Klassiker. Es ist leider so, ja. Ja. Ja, das wir ist sagen so. Es jede Woche, im Grunde ist es immer gut, es wenn man so. Sich so verhält. Also Sie sollten eigentlich ein gesundes Leben führen, dann verhindern Sie Schlaganfälle, dann verhindern Sie aber eben auch Ihre Demenz. Ja. Das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist, denn natürlich möchte man keine Krankheit haben, wie gesagt haben, die beste Krankheit nützt nichts, aber vergesslich und desorientiert werden möchte auch keiner. Also deswegen lohnt es sich schon darauf zu achten. Es sind aber, und das ist in dieser Studie, die Sie anfangs erwähnt haben, auch interessant gewesen, es sind nicht nur diese Faktoren, die eine Rolle spielen, sondern es gibt auch andere Faktoren, sogenannte Lebensstilfaktoren zum Beispiel. Ein Faktor zum Beispiel ist der Schlaf. Achten Sie auf ausreichend Schlaf. Acht Stunden ist ja, glaube ich, immer so. Ja, Sie sollten mindestens 7 Stunden schlafen. Weniger ist schlecht. Schlaf ist der Hüter der Gesundheit, das trifft auch in diesem Falle zu. Aber auch ihre Beziehungen zum Beispiel. Haben Sie Freunde? Soziale Kontakte. Soziale Kontakte spielen eine Rolle. Und in der Verbesserung der sozialen Kontakte
können sie ihr Schlaganfall- und Demenzrisiko senken. Das ist den meisten so nicht bewusst. Die Hörer verabreden sich jetzt jeden Abend, aber das muss gar nicht sein. Nee, jeden Abend muss nicht sein. Einmal im Monat, das reicht auch. Das reicht schon auch. Einmal im Monat sollten Sie jemanden treffen. Den Sie wirklich mögen. Sie müssen mit Familie wird es schwierig. Nein. Wenn Sie Ihre Familie mögen, können Sie die auch treffen. Wenn Sie die nicht mögen, sollten Sie sich einen anderen Freundeskreis suchen. Aber Sie müssen es auch durchhalten. Nicht? In dieser Studie war die Beobachtungszeit 10 Jahre, muss man sagen, so im Schnitt. Ja. Das heißt, es reicht nicht, wenn Sie dann mal ein oder zwei Monate mal jemanden treffen, sondern Sie müssen eben wirklich auch tragfähige soziale Kontakte Richtig, haben. Das muss also Teil des Lebens tatsächlich sein. Ne? Und Sie müssen auch, das ist auch interessant, und auch das ist etwas, was dann tatsächlich Ihre Gesundheit offensichtlich günstig beeinflusst, wenn Sie einen Sinn in Ihrem Leben sehen. Ja? Also es gibt nicht nur die harten medizinischen Faktoren, die eine Rolle spielen, Bluthochdruck, Diabetes, all diese Dinge, die ja immer wieder allen auch bekannt sind, sondern Sie müssen auch andere Faktoren dazu. Das ist interessant und das ist eher eine Neuerung in der Medizin, dass man diese Soft-Faktoren mit betrachtet, oder? Absolut. Wahrscheinlich haben diese Faktoren Einfluss auf andere Dinge. Wenn Sie ein ausgeglichener Mensch sind, der gute soziale Kontakte pflegt, haben Sie möglicherweise auch weniger erhöhten Blutdruck, als wenn Sie eben ein Mensch sind, der diese Kontakte möglicherweise nicht pflegt. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber Sie können, indem Sie tatsächlich, und das war das Interessante an dieser Studie auch gewesen, wenn Sie schon diese Faktoren beeinflussen, unabhängig von den medizinischen Faktoren, können Sie schon Ihr Schlaganfallrisiko senken. Ja, das ist eine sehr interessante Erkenntnis auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, ab wann lohnt es sich, mein Leben umzustellen? Also mit 20 feiern wir anders, leben wir vielleicht ungesünder. Ergibt es noch Sinn zu sagen, mit 50, 60, jetzt ändere ich noch was an meinen Essgewohnheiten, an meinem Sportverhalten? Die schlechte Nachricht ist, mit 60 ändern Sie nichts mehr an Ihrem Demenzrisiko. Das ist vorbei. Mit 20 müssen Sie nicht anfangen. Das wäre ja auch traurig. Ja, Sie wollen ja nicht ab 20 anfangen, sozusagen ans Alter zu denken. Ans Alter zu denken und an Schlaganfälle zu denken und an Demenz zu denken. Nein, das machen Sie nicht. Aber mit 40 sollten Sie anfangen, darüber nachzudenken. Und ab 40 sollten Sie anfangen, sich auch um Ihr Gehirn zu kümmern und Ihrem Gehirn Gutes zu tun, denn dann können Sie tatsächlich das Risiko senken. Der größte Effekt ist tatsächlich, wenn Sie mit 40 anfangen, zwischen 40 und 50 Jahren, dann gibt es noch einen Effekt zwischen 15 und 60 Jahren, der auch noch deutlich ist, sowohl hinsichtlich der Verhinderung von Demenzen als auch von Schlaganfällen. Das deckt sich relativ gut. Mit über 60 Jahren senken Sie auch noch weiterhin Ihr Schlaganfallrisiko, wenn Sie danach leben. Ihr Demenzrisiko senken Sie dann nicht mehr, weil dann wahrscheinlich auch andere Faktoren noch mit hineinspielen. Nicht? Dann kommen auch solche Sachen wie eine Alzheimer-Demenz, die Sie halt nicht beeinflussen können. Das kommt dann, kann dazukommen. Genau. Was denn mit bestimmtem Essen fällt mir gerade ein, wenn wir über das Gehirn sprechen. Man spricht ja manchmal auch von Brain Food, Nüsse oder so. Ist das ein Mythos oder hilft das auch? Wenn es hilft. Ja? Es hilft. Also es hilft, aber auch da muss man sagen, in der Konsequenz. Sie müssen 4,5 Portionen Obst pro Tag essen. Ja? Wo auch immer das Komma herkommt. Aber essen Sie Obst. Hülsenfrüchte sollten Sie essen. Sie sollten Fleisch vermeiden. Sie sollten Alkohol nicht ganz vermeiden, aber Sie sollten es nicht öfter als einmal pro Woche zum Beispiel zu sich nehmen oder nur bei speziellen Anlässen. Ne? Ja. Ich glaube, man muss sich da auch nicht zu sehr verrenken, aber wenn Sie ein bisschen auf die Ernährung achten und wie gesagt die berühmte mediterrane Kost, also viel Gemüse, das viel Obst, viele Zitrusfrüchte, das spielt schon eine Rolle. Und das ist etwas, was mit den heutigen Ernährungsgewohnheiten durchaus ja auch kompatibel ist. Ja. Also von da, glaube ich, fällt das auch den meisten jungen Menschen gar nicht so furchtbar schwer. Im Alter ist das dann schwieriger, seine Ernährungsgewohnheiten wirklich umzustellen. Ja. Das erleben wir auch bei uns auf der Schlaganfallstation immer wieder, wenn Patienten dort aufgenommen werden. Es ist leider so, dass das Übergewicht schon nicht nur statistisch, sondern eben auch ganz praktisch sozusagen auf der Station eine erhebliche Rolle spielt. Aber mit 50, 60, 70 Jahren oder noch älter seine Ernährungsgewohnheiten umzustellen, das ist schon schwierig. Ne? Ja. Damit kann man früher anfangen. Also ab 40 auf jeden Fall darauf achten. Ab 40 darauf achten und dann ist der Effekt am größten. Ja. Und ich glaube, Sie verlieren auch nicht den Spaß am Leben, wenn Sie das dann tun. Das stimmt. Wenn man nicht zu dogmatisch ja auch Absolut. Rangeht, ne? Man nimmt Absolut. Ja nicht an der Studie teil. Trotzdem die Frage, es ist ja diese sogenannte Brain Care Score, so nennen es die amerikanischen Kollegen. Wie erfahre ich denn dieses individuelle Risiko, was ich habe? Kann ich das bei meinem Hausarzt herausfinden? Das können Sie theoretisch bei Ihrem Hausarzt herausfinden, wenn er diesen Score kennt. Das ist ja auch die Idee dieser Studie gewesen, dass man auch den Hausärzten sozusagen oder auch den behandelnden Ärzten und den Patienten eben einen praktikablen Score an die Hand gibt. Man kann einfach einen Punktwert addieren. Man kommt insgesamt auf 21 Punkte maximal. Wenn Sie so auf 12 Punkte kommen, dann ist es schon mal ganz gut. Dann haben Sie wieder ein
Benefit sozusagen davon, ja. Da haben Sie ein erhöhtes Risiko. Alles, was darüber hinausgeht, ist besser. Ist natürlich besser, ja. Und wenn Sie tatsächlich Ihren Score um 5 Punkte verbessern können, dann reduziert sich eben Ihr Risiko für Demenzen eben um 60% und für Schlaganfälle um 40%. Und das ist schon eine ganz erhebliche Risikoreduktion. Nö. 5 Punkte, ich habe das mal rausgesucht, ja. Das ist gar nicht so furchtbar schlimm, wenn Sie 5 Punkte reduzieren. Das ist zum Beispiel, wenn ich mal zusammenzähle, 4 bis 5 Punkte ist, Sie hören auf zu rauchen, Sie haben weniger Stress, also weniger Unruhe, Rastlosigkeit und Sie verbessern Ihre Freundschaften, macht 5 Punkte. Oder Sie trinken einfach weniger Alkohol, nämlich nur einmal pro Woche und behandeln Ihren Blutdruck, gibt 5 Punkte. Oder Sie reduzieren Ihr Gewicht und achten darauf, dass Ihr Blutzucker im richtigen Bereich ist. Das müssen Sie nicht alles machen, das sind alles Alternativen. Genau. Aber wenn Sie das machen, das ist gar nicht so furchtbar viel. Damit erreichen Sie schon mal 5 Punkte sozusagen mehr auf dem Score und reduzieren sowohl Ihr Demenz- als auch Ihr Schlaganfallrisiko. Ja. Und ich glaube, das ist ein Deal, den man durchaus eingehen kann. Ich glaube, auf jeden Fall, der Benefit ist auf jeden Fall groß. Trotzdem, ja. Es klingt natürlich einfach für den Betroffenen, ist natürlich, oh Gott, ich höre auf zu rauchen. Ja, oder klar. Ist das natürlich ein Riesenangang. Ne? Ja, oder klar. Ich nehme die Treppe und nicht mehr den Fahrstuhl. Ja. Es sind ja Kleinigkeiten, aber die müssen eben dann auch, wie Sie sagen, anhalten. Die müssen anhalten, werden, genau. Die ne? müssen anhalten, die muss man umsetzen. Und das wissen wir alle, den inneren Schweinehund da zu überwinden. Die Bequemlichkeit. Das ist schwierig. Aber ich denke trotzdem, es lohnt sich am Ende. Ja, die Erkenntnisse liegen ja jetzt auf jeden Fall vor. Ja, ne? Denn die Erkrankungen sind ja nicht nur etwas, was dem Patienten selbst sozusagen beeinträchtigt, sondern es ist ja auch immer die Familie, das sind die Angehörigen, die ebenfalls mit betroffen sind, gerade von der Demenz. Ja. Das betrifft das gesamte Umfeld. Und sie tun sich nicht nur selbst einen Gefallen, sondern sie tun auch ihrem Ehepartner, ihren Kindern, sie tun allen einen Gefallen, wenn sie so ein bisschen darauf achten. Ja. Sie haben das schon ein bisschen beantwortet, die Frage nochmal des Zusammenhangs, wie Schlaganfall und Demenz zusammenhängen. Sie sagen, Demenz kann eben ja eine Folge sein verschiedener kleiner Schlaganfälle. Das genau. ist im Grunde genau. Das sehen wir auch. Das sehen wir auch. Wir machen ja in der Regel, wenn Patienten bei uns ins Krankenhaus kommen mit einem Schlaganfall, machen wir eine Computertomographie oder Kernspintomographie, mit der wir sehr genau das Gehirn untersuchen können. Und dort können wir diese vielen kleinen Schlaganfälle, die alle stattgefunden haben, sehr genau sehen. Ja, also man kann das ganz eindeutig feststellen, dass das eben, man sieht quasi am Bild schon, ohne den Patienten gesehen zu haben, dass dieser Mensch offensichtlich einen hohen Blutdruck über Jahrzehnte oder eben viele Jahre gehabt haben muss, der nicht gut behandelt worden ist. Mhm. Man kann das tatsächlich sehen und das tut dem Gehirn nicht gut. Nee, ja. Genau, das kann man sich vorstellen. Da kann man was gegen tun. Nun haben wir das Glück, dass hier die Schlaganfallversorgung, die Versorgung von Schlaganfallpatienten sehr, sehr gut ist in Hamburg. Ja. Aber es gilt ja insbesondere beim Schlaganfall, time is brain, wie auch die Amerikaner sagen. Also man muss schnell sein, man muss schnell reagieren. Man muss schnell reagieren, genau. Beim akuten Schlaganfall ist die Zeit das alles Entscheidende. Ja. Wir haben ein begrenztes Zeitfenster, das wir zwar, was zwar sozusagen medizinisch immer ein bisschen ausgeweitet werden kann, aber es ist halt begrenzt. Es liegt so ungefähr bei 4 bis 5 Stunden, manchmal auch ein bisschen drüber. Da kann man bestimmte Medikamente geben, mit denen man eben versuchen kann, den Schlaganfall zu behandeln, einen Gefäßverschluss zu öffnen. Man kann auch mit bestimmten Kathetereingriffen, ähnlich wie bei einem Herzkatheter, kann man auch im Hirn, das machen die Kollegen der Neuroradiologie, einen Eingriff machen, mit dem ein Gefäß eröffnen kann. Aber auch das ist an bestimmte Zeitfenster gebunden. Ja. Und es ist auch fast egal, wie lange die Therapie machen kann. Es ist immer so, je früher jegliche Therapie beginnt, umso desto besser ist das Ergebnis und so geringer sind hinterher die Defizite, also heißt die Ausfälle von Seiten des Schlaganfalls. Also Time is brain gilt. Deswegen immer. Können wir das vielleicht hier nochmal mitgeben oder aufklären auch. Was sind die Warnsignale? Wann muss man handeln? Wann könnte es ein Schlaganfall sein, wenn man an der Kaffeetafel sitzt und denkt, mit Opa stimmt was nicht? Also es ist den meisten wahrscheinlich offensichtlich, wenn Opa mit einmal der Arm herunterfällt und der Mund schief ist, dann ist das ein sehr offensichtliches Warnzeichen. Die Sprache ist ein Zeichen, wenn es mit einmal ein Kauderwelsch wird, wenn Worte nicht mehr verständlich sind. Manchmal ist es aber auch so, wenn die Worte einfach nur undeutlich werden, ganz plötzlich mit einmal. Oder wenn man das Gefühl hat, das Sehen ist irgendwie beeinträchtigt. All diese Dinge. Dann nicht warten, bis der Hausarzt am nächsten Morgen wieder. Auf keinen Fall warten. Auf keinen Fall warten, ob die Beschwerden sich von alleine wieder zurückbilden. Denn in dieser Zeit verliert man viel Zeit. Ja, das Gehirn ist ja unglaublich empfindlich für Sauerstoffmangel, für Nährstoffmangel.
Das Gehirn verbraucht ja permanent 20% unserer Gesamtenergie. Ja, es wiegt nur 2% unseres Körpergewichts, aber 20% der gesamten Energie benötigt das Gehirn. Das heißt, wenn dort eine Durchblutungsstörung, ein Schlaganfall auftritt, dann fehlt dort ganz viel Energie, ganz viel Sauerstoff. Und das Gehirn ist da sehr empfindlich. Deswegen, also sobald irgendwelche Symptome auftreten, die darauf hindeuten könnten, es könnte ein Schlaganfall sein, sofort die 112 anrufen. Die kommen sehr schnell in Hamburg, das ist sehr gut. Geht dann gleich in die Stroke-Unit. Es geht sofort in ein Krankenhaus mit einer Stroke-Unit. Und die Kollegen dort wissen in der Regel, was zu tun ist. Und dann geht die Behandlung auch sehr, sehr schnell. Denn was sind sonst die häufigsten Folgeerscheinungen eines Schlaganfalls? Ja, das Problem ist, es ist überhaupt ein Problem, weil es ist der häufigste Grund für eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter. Mhm. Ja, 40% aller Schlaganfallpatienten bleiben hinterher in mehr oder weniger einem pflegebedürftigen Zustand. Eine Halbseitenlähmung ist etwas, was ein Leben lang beeinträchtigt. Beeinträchtigt das Laufen, es beeinträchtigt eigentlich alle Aktivitäten des täglichen Lebens, das Essen, das Waschen, das Rasieren, all diese Dinge, die sonst ganz selbstverständlich sind, können Sie mit einer Halbseitenlähmung nicht mehr durchführen. Deswegen ist es schon wichtig. Von vielen anderen Erkrankungen kann man sich gut erholen. Ein Bruch heilt. Manche andere Erkrankungen brauchen einfach ein bisschen Zeit. Ein Schlaganfall kann sich in der heutigen Zeit durch eben die akute Behandlung, schnelle Behandlung und durch die inzwischen auch gut etablierte Rehabilitation auch zurückbilden. Aber wenn eine Behinderung zurückbleibt, bleibt sie für den Rest des Lebens. Also, schnell reagieren, ab 40 möglichst nochmal gucken, wie der Lebenswandel so ist. Absolut, ja. Und vielleicht kommen wir nochmal zu Ihnen jetzt zum Abschluss. Man merkt, Sie brennen für Ihr Fach. Warum sind Sie Neurologe geworden? Das war jetzt nicht unbedingt Zufall gewesen, aber am Ende des Studiums haben wir Medizin ja immer ein sogenanntes praktisches Jahr. Dort gibt es bestimmte Fächer, die man machen muss, und es gibt auch ein Wahlfach, das war bei mir die Neurologie. Mhm. Ich war im damaligen Krankenhaus Altona gewesen und die Arbeit dort hat mich begeistert für die Neurologie, für den Rest meines Lebens. Und wie es der Zufall so will, habe ich auch meine spätere Frau dort kennengelernt. Ja, also eine prägende Zeit. Eine prägende Zeit, prägende 4 Monate meines Lebens. Und ich habe weder die eine noch die andere Entscheidung bisher bereut. Das ist schön. Das heißt, beim Abendbrot geht es bei Ihnen immer ums Gehirn. Viel. Ja, doch, es geht viel ums Gehirn. Und die drei Kinder müssen auch schon mitreden. Die müssen mitreden, die können das manchmal auch nicht mehr hören. Wir versuchen das zu vermeiden, dass es nur darum geht. Aber die Kinder sorgen natürlich auch dafür, dass es auch ganz viele andere Themen gibt. Aber die Neurologie, die Medizin überhaupt, muss man schon sagen, die Neurologie im Speziellen. Meine Frau ist niedergelassene Neurologin in Hamburg. Das heißt, das sind auch ganz unterschiedliche Themen. Andere Fälle in einer neurologischen Praxis als im Krankenhaus. Das heißt, wir tauschen uns da schon viel aus. Und die Kinder müssen es leider ertragen. Naja, oder das prägt auch und bringt was Gutes vielleicht, mit sich. Vielleicht, wer weiß. Was tun Sie also, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Machen Sie viel mit der Familie? Wir machen viel mit der Familie. Ich bin aber vor allem leidenschaftlicher Segler. Ja, das heißt, dann sind Sie. Verbringe im Sommer, im Winter ist es dann immer sozusagen notgedrungen ein bisschen reduziert. Genau, aber im Sommer versuche ich so viel Zeit wie möglich irgendwie auf dem Wasser zu verbringen. Und das ist etwas, was wir auch mit der Familie schon früher, als die Kinder auch klein waren, sehr viel gemeinsam gemacht haben. Sowohl in Deutschland, auf der Ostsee, aber auch in Holland. Und das ist etwas, was übrigens meinem Gehirn auch gut tut. Das reduziert mein Stresslevel. Frische Luft, Bewegung. Ja. Und ich empfinde einen Sinn in meinem Leben, spätestens dann am Wochenende im Sommer. Ich hoffe im Beruf auch. Ja, im Beruf auch, aber eben auch da. Und von da ist es, glaube ich, etwas, was meinem Brain Care Score auch zugutekommt. Nach oben treibt. Dann fängt ja die Saison jetzt auch wieder an. Absolut, ich bin schon ganz nervös. Wunderbar, dann wünschen wir ganz viel Spaß und vielen Dank, dass Sie hier waren und so wunderbar aufgeklärt haben über den Zusammenhang von Schlaganfällen und Demenzrisiken. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Dankeschön, danke Ihnen.